Jetzt wird gesungen, um die Ferienkasse aufzufüllen. In Bedbock-Kirdorf hat die Mannschaft eines katholischen Jugendzentrums ein Video produziert mit selbst gebastelten Songs und das musikalische Werk dann auf YouTube eingestellt. Je mehr Leute das Video anklicken, desto mehr klirrt die Ferienkasse. Irgendwie hat man das Gefühl, ganz Bedbock singt. Alan, oh Alan, komm, geh mit mir ein Bäumchen fällen. Ich hör schon nachts die Hunde bellen. Ach, komm doch, Alan. Hier im Capo Rockstar Café in Bedbock ist das YouTube-Video Alan entstanden. Musik wird in jedem Raum gespielt, gelernt, gesungen. Den Song Alan hat Christoph Eisenbart geschrieben. Er ist irgendwann vor 25, 30 Jahren bei einer Ferienfreizeit auch entstanden. Da gab es eine Betreuerin, Alan, und die sagte, über mich schreibst du keinen Song, Eisenbart. Und dann habe ich gedacht, das zeige ich ihr. Und seitdem gehört er eigentlich zum festen Repertoire hier unserer Freizeiten. Das Capo gehört zur katholischen Pfarrgemeinde St. Willibrord und ist Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche ab der 3. Klasse. Also das Capo, das ist so ein Jugendzentrum, ein Jugendtreff. Hier kann man sich anmelden, wenn man ein Musikinstrument spielen möchte. Und. Alles dreht sich um Musik. Dazu fährt das Capo jedes Jahr auf verschiedene Ferienfreizeiten. Für mich ist das als kleiner Knirps das erste Mal gewesen ohne meine Eltern. Und das war das erste Mal, Grenzen, Spaß und mit anderen Leuten und im Zelt und Musik zu machen und eben etwas zu finden, was ich so in meinem Alltag und auch sonst mit meinen Freunden nicht gefunden habe. Ohne das Capo, sage ich jetzt mal, würde ich nie auf die Idee kommen, einfach mal so irgendwo hinzufahren und da zu campen oder einfach mal so in ein Musikvideo zu springen und einfach mal loszusingen oder sowas und das dann. Das ist halt alles neue Erfahrungen. Das Video Alan hat YouTube mit Werbung versehen. Ich sah dich gestern, Mira Mellon. Erst ab einer bestimmten Klickzahl kommt nämlich Geld in die Ferienkasse, damit niemand zu Hause bleiben muss, der nicht bezahlen kann. Also Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, einen irren Spaß gemacht hat. Das war nachher ein richtiger Selbstläufer. Wir konnten gar nicht alle befriedigen, die da mitmachen wollten nachher. Besonders als der Bürgermeister und der ganze Stadtrat dann dabei waren. Dann haben die Funken mitgemacht, die Blauen und die Roten, die Karnevalsvereine und viele, viele Chöre. Fast 500 Bedburger haben mitgesungen. Jetzt versucht jeder, das Video bekannt zu machen. Denn nun kommt es darauf an, bis zu den Sommerferien möglichst viele Videoclicks zu sammeln. Damit endlich Geld fließt. So der große Traum. Ab 10.000 ist überhaupt erst Geld geflossen und im Moment sind wir, glaube ich, bei 11,31 Euro und wir haben jetzt 11.000 und ich denke mal, wenn die nächsten 10.000 würden dann auch schon weitaus mehr Geld bringen. Egal, ob viel oder wenig Geld reinkommt, zusammen Musik oder ein Musikvideo machen, das schafft Gemeinschaft und die spürt jeder hier.